Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 117. Comedy-Video hier auf YouTube. Das Thema, das uns nach wie vor alle bewegt, ist natürlich der Coronavirus. Und wir wissen alle, gerade dann, wenn eine Masse von Menschen auf einen Abgrund zuläuft, ist Zusammenhalt wichtig. Aber es kann sich auch nicht immer alles nur um Covid-19 drehen. Es gibt ja auch noch andere Themen. Und ich beneide unsere Politiker nicht, die diese Themen alle unter einen Hut bringen müssen. Da kann ich nur sagen, Hut ab. Das ist nicht einfach. Man findet immer wieder frisch gewählte Bürgermeister, die Berge versetzen wollen und die dann an der Wirklichkeit scheitern. Egal, ob an der Nordseeküste oder in den Alpen. Und das liegt zum Teil an den Politikern selbst, wenn auch nicht immer an ihnen persönlich, sondern an den gewachsenen Strukturen. Muss es zum Beispiel wirklich sein, dass bei Staatsempfängen auch Vertreter von Hiobsbotschaften eingeladen werden? Oder müssen Städte wirklich so eitel sein, dass sich so viele eine Stadtkämmerei leisten? Und es sind oft solche Klischees, die der Bevölkerung den Eindruck vermitteln, dass sich die Politik von den Menschen entfremdet. Wie auch in dem Spruch deutlich wird, wenn die Rentenpolitik nicht mehr weiter weiß, bildet sie einen Arbeitskreis. Oder wenn irgendwo für Millionen Euro ein Tunnel gebaut wird und dann berichtet wird, dass das ein Fass ohne Boden ist, da fragt man sich dann natürlich schon. Was funktioniert in Deutschland nicht richtig, wenn ein Fass ohne Boden so teuer ist? Aber die Gesellschaft wird nicht nur durch Politiker gestaltet, sondern durch uns alle. Das ist nicht mehr so wie früher. Damals sprach man noch von Grafschaft oder Lordschaft. Heute muss jeder schaffen. Und wir haben eine Gesellschaft geschaffen, in der wir in einer über Jahrhunderte nicht gekannten Sicherheit leben. Es gibt keinen Grund mehr, dass sich Verfolgungswahn ausbildet. Auch in Sachsen würde eine Gemeinde heute nicht mehr Wer da heißen. Und es hat sich auch in den letzten Jahrzehnten so viel verändert. Zum Beispiel in den 70er Jahren wäre das noch möglich gewesen. Aber heutzutage könnte kein junger Mann, auch nicht mit dem Hinweis, Zeitgeschichte zu studieren, eine junge Frau davon überzeugen, mit ihm ein Vier-Nächte-Abkommen abzuschließen. Und es war ja auch nicht alles schlecht. Zum Beispiel Porzellan aus Sachsen wurde auch zu DDR-Zeiten hergestellt und war weltberühmt, auch wenn man in Westdeutschland oft von trüben Tassen gesprochen hat. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.